Uli, geht das so mit den Haaren? Uli? Muss er Hilfe machen. So. Ja, war gut, war geil, war ein geiles Spiel. Wieder gut reingekommen, Tor, Vorlage glaube ich sogar auch. Und ja, kann so weitergehen. Ja, ist ja immer was Besonderes, aber letztendlich wissen wir ja um die Situation, dass wir heute gewinnen mussten und wussten auch, dass es ein richtig hartes Stück Arbeit wird. Das hat man gesehen. War ein sehr, sehr aggressives Spiel von beiden Seiten auch. Und wir haben es angenommen und das war, glaube ich, das Wichtige. It feels good, I'm happy about the 3 points. Not so happy about the ending of the game, but it was most important. 3 points, so it was a difficult game here. Quite a lot of fighting, aggression. It's my type of game, so I'm happy about the 3 points. Ja, war gut, ne? Also hat Spaß gemacht, schöne Brisanz drin, die haben schön reingekloppt, wir haben gut dagegen gehalten und ja, ein bisschen Zuschauer waren ja doch da. Ich dachte als erstes ohne, aber deswegen war geil, war Brisanz und Spaß. Wir haben ja wirklich kämpferisch absolut dagegen gehalten, ne? dass auch immer nicht alles einfach zu verteidigen ist. Sie haben mit vielen langen Bällen gespielt und dann auch mal die Einwürfe und Ecken. Das ist auch eine sehr robuste Mannschaft, kopfballstarke Mannschaft. Aber wir haben eigentlich alles wegverteidigt. Mir fällt auch gar nicht so viel ein, dass sie jetzt mal so ganz richtig klare Chancen hatten im Spiel. So, und da sind wir eigentlich, wir haben unsere Möglichkeiten genutzt, hatten sogar nach Frick Abi, glaube ich, das 1-0 schon auf dem Kopf. Und am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir eben auch nicht viel zugelassen haben.